Jo Leute, hallo und willkommen, Alter, hier Bauernbrot, Junge. Also, ich guck unter meine Kommentare, die ich so bekomme, so die drei da irgendwie, sind das alles so Handyspieler, die sich drüber lustig machen. Junge, warte mal, wo war denn dieser Typ da? Zuerst du Handyspiel, 20 Stunden, danach geh mal Roblox oder Clash of Clans spielen. Junge, das war auf das Handy bezogen, ich mach mich über Leute lustig. Junge, die machen alle hier, warte. Die machen alle, Junge, das sind so Opfer, Junge. Junge, ihr habt euer scheiß Handy, macht irgendwie eine Drecksbildschirmaufnahme, wo so ein Wasserzeichen drunter ist, irgendwie so Mobiz, irgend so eine Pisse. Und dann, jo Leute, was geht? Heute spiele ich wieder Clash Royale auf dem Handy und Minecraft und jeden interessiert es und ich bin cool und halt dein Maul. Junge, ihr seid so Opfer, Alter. Löscht euch alle. Junge, diese Handyspiele, das sind alle so Opfer. Ich schwör's euch, Junge. Vergleich mal die Scheiße hier mit eurem scheiß Handy, ihr Opfer. Wichser, Alter. So was mit dem Video. Ich muss dazu was machen, weil, Junge, die fucken mich so ab. Die schreiben hier so eine Kacke rein. Manuel irgendwas, Alter. Kein Mensch kennt dich. Da war doch irgend so ein Dr. Banks Fanboy, Alter. Halt mal, Junge, Dr. Banks ist der beste YouTuber, ist besser als alle anderen YouTuber. Halt dein Maul, Alter. Wenn ich auf Dr. Banks seinen Kanal gehe. Ich fahre 512 Kilometer auf der Skischanze. Also Hey! spannende Videos, Alter. Er hat 1 Million Abonnenten und macht irgendwie 20.000 Klicks. Oder 100.000, aber das ist scheiße, Junge. Du hast 2 Millionen fast, also 100.000 Klicks, Junge. Man merkt einfach, dass sich kein Schwanz für den interessiert. Außer ich beschwöre den Golem-Boss. Ach, Junge, ihr seid alle so irrelevant, ihr kleinen Minecraft-Pisser. Ja, das war's. Ich lade jetzt noch ein paar Sachen vielleicht hoch. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Meinung zu solchen scheiß Handyspielern sind und zu diesen Dr. Banks Fanboys, Alter. Hau denn nein.